Jackie hat den Bogen raus. Sie fängt's jedes Mal. Also Viola, dieses Superteleskop, das du erfunden hast, ist wirklich brauchbar. Ja, jetzt können wir die ganze Welt überblicken und sehen, wo irgendwo eine Farbe gebraucht wird. Du, das war seltsam. Ich habe etwas vorbeifliegen sehen, aber jetzt ist es verschwunden. Ich werde mich später darum kümmern. Lass uns erstmal runtergehen und sehen, wie es mit unserer Parade steht. Oh, Sternschnuppe und Wolkentänzer, ihr beide seid die Prachtstücke unserer Parade. Und hier noch als letztes Tüpfelchen. Nun, es sieht aus, als ob alle fertig sind. Das Einzige, was uns noch fehlt, ist ein Zeremonienmeister. Wie wär's mit unserem Freund Brian von der Erde? Er hat uns doch schon einmal sehr geholfen. Eine großartige Idee. Ja! Also dann, Sternschnuppe, laufen wir schnell zur Erde und holen ihn, damit die Parade rechtzeitig anfangen kann. Macht's gut, Regenbogenfreunde, ich bin bald zurück. Auf Wiedersehen. Oh, es ist das Blumenfest. Sie haben alles herrlich geschmückt. Ich liebe Blumen. Ich hasse Blumen. Ach, was? Blumen machen mich krank. Ach, was ist? Du Grummel, du hast doch nicht etwa Fieber. Oder was Ach, ist los? Was, nicht krank vor Grippe, du Zuckerwattekopf. Ich bin krank vor Ekel. Und jetzt soll die Arbeit das Raumschiff fertig machen. Konstruktion stimmt doch überhaupt nicht. Weshalb versuche ich, mich nach dem blöden Zeug zu orientieren? Jetzt werde ich zu spät zum Kongress der mechanischen Zauberer kommen. Was könnte denn nur kaputt gegangen sein? Hätte ich nur nicht gefragt. Ich wünschte, ich hätte mir nicht dieses neue Modell gekauft und wäre mit dem guten alten Wesen geflogen. Was ist denn los? Raumschiff, vielleicht ist es das, was ich brauchen kann. Wenn ich mir etwas ganz dringend wünsche, dann diese Höhle mit den magischen Farbkristallen im Regenbogenland endlich zu zerstören. Ohne diese Höhle können Sie keine magischen Farbkristalle machen. Hey, Grummel, hast du dir den gewünscht? Vielleicht zerstört er für dich die Farbhülle. Das könnte einfacher sein, als ich dachte. Nun, was steht ihr da rum und glotzt so blöd? Was ist euer Begehr? Siehst du, ich sage doch, es ist dein Wunsch. Ja. Wer bist du? Wer ich bin? Ich bin Sorel, der Zauberer, der weiseste und älteste von allen Zauberern. Ach ja? Also du beeindruckst mich gar nicht. Ich habe noch nie von dir gehört. Wenn du mit mir noch einmal in diesem Ton redest, wirst du als Kröte rumlaufen. Für immer! Das ist zwar keine Kröte, aber eine Ente wird's auch tun. Quack, 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 quack. Hier, Grummel! Entchen, hierher, Grummel-Entchen! Was war's, was Sie sagten, dass Sie wollten? Das klingt schon besser. Nun sag mir erst mal, wer bist du? Ich bin Grummel Griesgram. Und ich Schleichmichel. Aha, Grummel Griesgram. Nun nenn mir deinen Wunsch, bevor ich dich in einen heulenden Salamander verwandle. Das würden Sie? Ach, wenn's Ihnen nichts ausmacht, zerstören Sie doch die Farbhöhle von Regenbogenland. Die Farbhöhle von Regenbogenland? Ist doch kinderleicht, Grummel. Aber was springt dabei für mich raus? Wenn Sie die Farbhöhle zerstören, tue ich alles, was Sie wollen. Nun, da ist einiges, was ich will. Alles, was Sie wollen, Sorel, alles.
Zunächst einmal nenn mich nie wieder Sorel. Es heißt eure Zauberhaftigkeit für dich. Ja, Sorel, ich meine eure Zauberhaftigkeit. Ihr besorgt mir die Teile, die ich brauche, um mein Raumschiff wieder in Gang zu setzen. Aber Sie sind doch ein Zauberer. Wieso können Sie Ihr Fahrzeug nicht selbst wieder ganz zaubern? Ich war auf dem Weg zu einem Lehrgang, um zu lernen, wie man mit diesem Hightech-Vehikel umgeht. Ich sage euch, gebt mir meinen alten fliegenden Besen wieder und ich bin der glücklichste Zauberer. Aber nein! Sie sagen uns, wir müssten uns der neuen Zeit anpassen. In Ordnung. Ich besorge die Teile, die Sie brauchen, sobald Sie einen Weg finden, die Farbhöhle im Regenbogenland zu vernichten. Dann werden wir es sofort anpacken. Nun, was dein Problem betrifft, so brauchen wir etwas Großes, das von oben kommt und die Farbhöhle zertrümmert. Ha, ich hab's, ein Komet! Ein Komet! Wir müssen einen Kometen erschaffen! Ja, ja, ein Kometen! Oh Mann, einen Kometen! Aber wie wollen Sie einen Kometen erschaffen? Aus einem verdorbenen Regenbogen, du Tropf! Aber ihr müsst euch merken, dass im Innern eines jeden bösen Regenbogens noch ein guter Regenbogen liegt. Und wenn ein Guter sich mit einem Bösen verbindet, gewinnt stets der Gute. Haha! Ich werde drei Dinge brauchen. Eine Tasse Wasser des Regenbogenflusses, ein Farbkristall aus der Farbhöhle und ein Stück Fell von einem Wicht. Na, aber dazu müsste ich ja ins Regenbogenland gehen und ich hasse es, ins Regenbogenland zu gehen. Hör zu, du Zwerg, wenn du nicht gehst, wird die Farbhöhle des Regenbogenlandes nie zerstört. Und du hast für immer mit Farben zu leben. Okay, okay. Was ist das für ein scheußliches Ding? Wir haben unseren Buggy als kleine Insel getarnt, dass uns drüben im Regenbogenland niemand erkennen kann. In dem Ding da, da erkennt euch doch jeder. Und jetzt los, so schnell ihr könnt. Das erste, nun den Farbkristall. Ja, ich hab den Farbkristall und nun noch das Wichtefell. Los, ihnen nach! Spielen wir jetzt vielleicht Verstecken, Krummel? Ja, wir zwicken uns ein Stückchen Wichtepelz aus dem Versteck. Er will mich fangen! Da ist er verschwunden! Los, hinterher! Hörst du mich? Und nun das Fell des Wichtes in das Wasser des Regenbogenflusses. Und was nun?
Schieb den Farbkristall in das Gemisch. Da kommt er! Natürlich funktioniert's. Ich bin der größte Zauberer der Welt. Ja, meistens. Oh, er wird nun um 12 Uhr mittags die Farbhöhle vernichten. Yippie! Dank, Dank, immer wieder Dank! Wer mir zu nahe kommt, wird in einen bunten Pfau verwandelt. Mir kannst du immer nahe kommen, Krummel. Ja, Lala! Ich werde euch mal was sagen. Ihr beide geht mir ziemlich auf die Nerven. Nicht wahr, Onkel Sorel? Der Krummel geht einem ziemlich auf den Keks. Dich sehe ich schon als Maus. Ach, jetzt ist er ein Frosch. Ich muss diese Tierverzauberungen mal üben. Das hält ihn mir für eine Weile vom Halse. Nun, Griesmeier. Also, Griesgram, eure Zauberhaftigkeit. Ja, natürlich. Also, Griesinger, ich habe meinen Teil des Abkommens erfüllt. Nun seid ihr an der Reihe. Selbstverständlich, aber könnten Sie ihn ihn vielleicht zurückverwandeln? Bist du sicher, du willst das wirklich? Er muss doch die Teile besorgen, die sie brauchen. Nun wohl an, denn. Hallo, Krumme! Wollen wir Boxspring spielen? Was bleibt mir noch anderes übrig? Ihr vertut nur meine Zeit. Besorgt mir sofort die Teile, die ich zum Starten brauche. Ich hole sie Ihnen her, Herr Zauberer. Ja. Riesenkomet. Er rast direkt auf uns zu. Was können wir denn dagegen tun? Wir müssen sofort Regina Regenbogen verständigen. Schnell den Regenbogenalarm! Wo könnte ich diese Teile herkriegen? Ah, ich weiß! Unser Raumschiff! Oh, und ich glaube, der Herr Zauberer braucht dies und dies und dies. Ich freue mich wirklich, Regina, dass ich der Zeremonienmeister sein soll. Du weißt doch, dass wir dich gern mögen, Brian. Schließlich bist du das einzige Lebewesen der Erde, das uns je gesehen hat. Wie soll ich mit meinem herrlichen Schwung galoppieren, wenn der Regenbogen weiter so schwankt? Das ist der Regenbogenalarm. Schnell, Sternschnuppe, da muss etwas passiert sein. Da hast du recht, dann liegt es also auch nicht am Regenbogen. Wir müssen sofort zurück ins Regenbogenland. Tja, also den Alarm haben wir geschlagen. Dann sollten wir feststellen, wie viel Zeit uns bleibt. Hochgerechnete Zeit des Aufpralls? Genau Mittag. So, das wär's. Ich kann endlich meinen Weg fortsetzen. Oder wenigstens hoffe ich, dass ich's kann. Jedenfalls, guter Start. Du blöder Raumkahn! Ein fliegender Besen hätte das nie mit mir gewagt! Auf Wiedersehen! Oh, dies ist der glücklichste Tag meines Lebens! Ich kann's gar nicht erwarten, bis die Farbhöhle vernichtet ist! Weißt du, Krummel, dieser Komet sieht groß genug aus, um ganz Regenbogenland zu vernichten. Na klar! Und dabei werden wir auch mit vernichtet werden, dieser blöde alte Hexerich, dass der auch nichts richtig machen konnte. Und was sollen wir denn nun machen, Krummel? Wir werden verduften, auf zum Raumschiff!
Aber... Komm endlich! Aber Grummel... Würdest du dich beeilen? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Aber Grummel! Ja. Was ist da passiert? Na, du hattest mich doch nach Teilen für Herrn Zauberer geschickt. Aber nicht von unserem Raumschiff. Entschuldige, Grummel. Da kommt mir eine Idee. Sorel hat doch gesagt, dass ein guter Regenbogen einen bösen Regenbogen zerstört. Das ist es. Auf einem Regenbogen, der nicht stillsteht, nach Hause zu reiten, ist gar nicht so einfach. Was ist denn das? Ich weiß auch nicht, aber sehen wir es uns mal an. Oh nein, ein Komet! Er fliegt genau auf uns zu! Du musst ihn vor 12 Uhr stoppen! Aber wie? Wir müssen uns was einfallen lassen! Was könnten wir denn tun, Grummel? Wir schleichen uns ins Regenbogenland und klauen Regina Regenbogen ihren Farbgürtel. Und in dem Moment, wo sie es merkt, sind wir schon längst über alle Berge. Ich hab ihn! Schnell, schleicht Michael! Jetzt drück auf die Tube! Ja, Grummel! Sofort her damit, Grummel! Danke! Und was sollen wir nun machen, Grummel? Sie könnte doch mit ihrem guten Regenbogen den bösen Regenbogen stoppen. Du hast recht, Schleichmichel. Ein guter Regenbogen. Das ist die größte Strafe, die ich je gekriegt habe. Aber wir sind noch lange nicht fertig, Regina Regenbogen.